Wenn sich im Außen das Gegenteil von dem zeigt, was du eigentlich manifestieren möchtest, dann ist es ein genialer Moment. Dann ist es der Moment, wo du richtig Gas geben kannst, wo du dich wirklich in deine Manifestation hineinlegen kannst. Genau, darum geht es. Manifestieren ist möglich. Du tust es die ganze Zeit. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Divine Design Manifestation. Und wir beschäftigen uns hier damit, deinen Unglauben, deinen Zweifel zu beseitigen und dich zu der Person, zu der Identität zu machen, die einfach aus dem Ärmel heraus alles manifestiert, was sie haben will, weil sie weiß, dass sie alles ist, was existiert. Manifestation ist einfach eine Reflexion deines Seinszustandes. Dein Seinszustand ist deine Identität, dein Selbstkonzept. Und das manifestiert sich jeden Tag, jeden Moment. Du kannst nichts dagegen tun. Du kannst es nur für dich nutzen. Was ist also zu tun, damit deine Manifestation sich so zeigt, wie du es haben möchtest, obwohl es gerade im Außen den Eindruck macht, als entstünde das absolute Gegenteil von dem, was du eigentlich manifestierst. Das Außen zeigt dir das, was du glaubst, worüber du nachdenkst. Jeden Moment bist du aufgerufen, das Außen zu interpretieren aus dem Standpunkt deines erfüllten Wunsches heraus. Und das ist ja ganz normal, das ist ja ganz natürlich, weil wenn du die bist, wenn du der bist, der in der Realität des erfüllten Wunsches, der Manifestation, der erfüllten Manifestation lebt, hast du natürlich einen anderen Mindset, hast du andere Ansichten und das musst du vorher wissen, verstehen und verkörpern. Welchen Mindset, welche Ansichten hast du, wenn deine Wünsche erfüllt sind in der Erfüllung? Und so jetzt zu denken, schon, obwohl im Außen Nicht-Erfüllung scheinbar sage ich, nicht offensichtlich, weil es ist für dich scheinbar. Und deswegen kannst du es verändern. Im Außen, wenn scheinbar Nicht-Erfüllung ist, kannst du wissen, wenn du weißt, wer du bist, wenn du dein Selbstkonzept aus dem Divine Design on point hast, wenn du den Divine Design Mindset studiert und internalisiert hast, kannst du wissen, dass A, im Außen gibt es nur Schall und Rauch. Selbst wenn dein Wunsch erfüllt ist, ist im Außen nur Schall und Rauch, weil es eine Reflexion von dir ist, weil es eine Illustration von dir ist da draußen. Es bleibt Schall und Rauch. Das, was du da draußen siehst und wahrnimmst, selbst wenn es in seinen höchsten Tönen, in deinen absolut größten Wünschen ist, ist es Schall und Rauch. Es ist immer eine Reflexion, eine Imagination, ein Ausdruck von dir. Also kein Bedarf, sich daran festzubeißen. Kein Bedarf zu glauben, das ist Reality. Reality. Es ist subjektive Reality, deine subjektive Reality. Und selbst wenn du dich mit deinen Freundinnen darüber unterhältst, spiegeln die dir nur wieder deine subjektive Reality. Egal, von wie vielen Leuten du dich reflektieren lässt, deine Realität wird deswegen nicht objektiver. Dein Leben ist subjektiv. Es ist dein Leben. Und es ist, du bist das Subjekt, das Hauptsubjekt in diesem Leben und manifestierst Objekte, die aber trotzdem subjektiv sind. Deswegen, wenn sich im Außen das scheinbare Gegenteil zeigt,
subjektiv? Kannst du deine Perspektive, deine Ansicht verändern? Und du nimmst die Ansicht aus dem erfüllten Wunsch ein, einer Frau, eines Mannes, dessen Wünsche gnadenlos erfüllt werden. Immer. Gnadenlos. Wie leicht fällt es dir dann, über Anzeichen, über Zeichen hinwegzusehen, weil du weißt, es ist getan für mich. Ich lebe in meinem erfüllten Wunsch, ich lebe in meiner erfüllten Beziehung, ich lebe meine erfüllte Businesswelt, ich erlebe meine erfüllte finanzielle Welt, ich lebe meine Divine Design Welt in allen Bereichen und in allen Sparten. Und es braucht so einen Tweak, weil wir sind alle doch Law of Attraction auf Signs, Zeichen und Law of Assumption auf Birds before Land getrimmt. Das sind alles deine Birds. Es sind alles deine Zeichen. Und so kannst du einfach deine Interpretation überall reinlegen. Und du suchst Zeichen 111 444 888. Oh, mein Wunsch ist da, mein Wunsch ist nah, mein Wunsch ist nah. Gut. Dein Wunsch ist da übrigens. Dein Wunsch ist immer da und wartet auf dich, dass du lange genug die Identity und die Personality verkörperst, dass du keinen Zweifel mehr hast, dass du keinen Unglauben mehr hast und dass du eben nicht mehr aus der Mangelperspektive, aus der Angstperspektive heraus deine Zeichen interpretierst, sondern weißt, es ist getan. Und dann schau mal, wenn du nach Zeichen suchst, ich suche jetzt Nummern und 111 und Beweise. Wer braucht Beweise? Ein Ungläubiger muss sich immer wieder Beweise suchen. Ein Gläubiger, ein Wissender sitzt da und sagt, it's done, it's mine. Ich freue mich, ich bin dankbar, ich bin happy, weil ich weiß um meine Kraft und meine Macht und ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wie dieses Spiel hier funktioniert. Ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen, weil ich weiß, der Zustand der Sorge ist der Zustand des Mangels und ich nehme alle Tools, alles, was ich gelernt habe, einfach nur dazu her, mich in den Zustand des erfüllten Wunsches zu bringen, egal was sich da draußen zeigt. Weil, wenn ich sage, da draußen zeigt sich etwas, was bedeutet, dass ich von meinem Wunsch getrennt bin, guess what? Du bist von deinem Wunsch getrennt. Wenn du aber sagst, alles, was da draußen sich zeigt, bedeutet, dass ich und mein Wunsch eins sind, weil der einzige Fakt auf dieser Welt ist, es gibt keine Trennung. Ich bin alles. Ich bin Realität. Ich bin Bewusstsein. Mein Bewusstsein ist alles. Und ich wähle, dass ich das höchste Bewusstsein bin. Ich wähle, dass ich reine, pure Liebe bin. Ich wähle, dass ich Fülle und Erfüllung bin. Ich wähle, gewollt zu sein, geliebt zu sein und absolut außergewöhnlich und auserwählt zu sein. Darum geht's. Und das ist dieser Weg, dieser endlose Kreislauf, der genauso endlos ist wie dein Human Design Kreislauf im Mangel und da ist es nicht und es fehlt und warum zeigt sich's nicht und so weiter und so fort. Es ist immer ein Kreislauf, weil für unseren Mensch fühlt sich das an wie ein Kreislauf. Aber eigentlich ist es ein Punkt, ein Seinszustand, ein Jetzt. Und wenn wir eine Zeit reintun wollen oder eine Erfahrung reintun wollen, letztendlich ist es immer die gleiche Erfahrung. Entweder die Erfahrung der Erfüllung oder die Erfahrung des Mangels. Du hast immer nur die Wahl. Zwei Typen von Erfahrungen, von Manifestationen kannst du wählen. Mangel, Erfüllung. Ego Design, Divine Design. Ego Mind, Mangel Mind, Divine Mind. Wähle, wähle,
Wähle und bleibe bei deiner Wahl. Entscheide, bleibe bei deiner Entscheidung. Wisse, wer du bist, weiß, wo deine Macht ist. Es ist ein psychologisches Spiel, das du mit dir selber treibst. Ein psychologisches Spiel. Und dich so zu managen, dass du permanent stabil mit Ausreißern. Ausreißer machen überhaupt nichts. Das sind auch Erfahrungen. Wenn du sie nicht negativ wertest, Erfahrungen, die interessant sind. Interessante Erfahrungen. Letztendlich ist alles eine interessante Erfahrung. Das ganze Leben ist eine interessante Erfahrung. Sich selbst zu erfahren, ist die interessanteste Erfahrung. Und da gibt es nichts Psychologisches oder Vorgefertigtes oder was weiß ich nicht was. Dich als Schöpfer zu erfahren, dich als Gott, Göttin zu erfahren, als alleinige, manifestierende Kraft in diesem Universum, das ist doch so geil, das ist doch so interessant. Und wenn du keine Geschichten hinter diese Erfahrungen oder vor diese Erfahrungen nimmst, dann kannst du doch freudig sein, dann kannst du wissen, hey, mit meiner Geburt ist mein Wunsch schon erfüllt worden. Mich hier als Mensch wieder zu erkennen in meinem Divine Design. Was für eine ganz geniale Erfahrung, diese Divine Design Reise, wie ich sie nenne. Wie genius ist es? Aber dein Verstand muss mit dir ins Boot. Es ist dein allerbester Freund. Der hat sich getarnt als Feind. Aber er ist dein Freund, weil er ist so flexibel, er ist so ready. Er möchte neu denken lernen. Er möchte neue Ansichten lernen. Der ist doch auch gelangweilt von diesem ganzen limitierten Human Design Gedenke und manifestiere und dass ich nicht gut genug fühle und zu leiden und zu mangeln. Der hat doch da auch keinen Bock drauf. Der ist dein Friend. Und wenn du sagst, hey Baby, wir gehen neue Wege. Wir denken neu, wir gehen in eine neue Welt, wir gehen in die Divine Design Welt. Wir machen alles neu. Dann sagt dein Verstand, geil, das Alte hat mich ja auch schon so gelangweilt. Und dann kommt ihr ins Divine Design. Und dann sage ich euch, es ist ganz nur langweilig, sich da erstmal zu etablieren, sich einfach mal wirklich zu Hause zu fühlen und zu Hause zu machen, in diesem neuen Denken an zu kommen, in der neuen Identity anzukommen, die Welt aus dieser neuen Perspektive, aus dem neuen Denken zu sehen, dich selber als das anzuerkennen, als jemand ganz, ganz Neues. Das ist am Anfang ein bisschen langweilig. Ich meine, erinnere dich an an Babys. Die haben auch kein spannendes Leben. Die schlafen, die essen, die lachen, die schreien und machen in die Hülsen. That's it. Da ist nicht groß, bis du angekommen bist. Ja? Stell dir das so vor. Stell dir das so vor. Du kommst an in der Divine Design Welt als Baby. Da läuft erstmal nicht viel. Du etablierst dich. Du erwachst neu. Du wirst neu erwachsen. Aber es gibt keine Zeit. Es gibt keine Zeit. Aber trotzdem ist es nun mal hier in der Materie, dass es so erscheint, als wäre es langsam. That's it. Aber Zeitraffer kannst du dir immer wieder vorstellen. Ich mache es im Zeitraffer. Es ist alles so, so easy, so möglich, wenn du diese ganzen Bedingungen, diese ganzen Zusammenhänge rausnimmst aus deinem Denken und wirklich in Energie denkst, und zwar in göttlicher Energie, in Divine Design Energie. Und weil es natürlich ein riesengroßer Wechsel ist und du dich von heute auf morgen nicht gerade zu Hause fühlen kannst und am liebsten wieder in deine Human Design Welt abrennen würdest, wegrennen würdest, biete ich diese Unterstützungen an, diese Crashkurse. Im Moment hast du die Möglichkeit, zwei Sachen abzudecken. Dein SP-Thema. Wir treffen uns immer beim Gleichen. Wir treffen uns immer bei dir in deinem Divine Design. Es ist egal, von welcher Richtung du kommst, ob du kommst, weil dein Mangel dir so schmerzhaft gespiegelt worden ist wegen einer speziellen Person.
Dann melde dich jetzt noch an für geliebt, verehrt und außergewöhnlich. Wir haben gestartet schon am Montag. Nächsten Montag geht's weiter. Das sind 4 Wochen. Aber wir arbeiten in der Telegram-Gruppe und du hast die Aufzeichnung vom Montag. Also es ist noch nicht zu spät, dazu zu kommen. Komm dazu und sei schlau. Melde dich zuerst für die Wir sind die Wein Design Community an. Dann bekommst du nämlich noch 30% auf den Preis. Wenn du sagst, nee, SP ist gerade nicht mein Thema, spezielle Person ist nicht so mein Ding. Ich will Geld oder Gesundheit haben. Ich will on top of the world sein. Ich will mich endlich gut fühlen. Ich will mich erhaben fühlen, erfüllt und mächtig fühlen. Nicht mehr ausgeliefert, sondern ich will, dass diese Manifestationsreise meine Reise ist und ich in meinem Zeug lebe, in meiner Reality, in meiner absoluten Divine Design Traumwelt lebe. Dann starten wir am 9.7. Erhaben, erfüllt und mächtig. Letzter Intensivkurs in diesem Jahr zu diesem Pricing. Auch hier melde dich an für die Community und krieg 30% und habe nach diesem Kurs noch 2 Monate oder 2,5 Monate Zeit, um dich wirklich zu etablieren, um Austausch zu haben. Natürlich ist die Community nicht so ein enges Programm wie diese 2 Intensivprogramme oder auch mein Divine Design Soul Blueprint Programm, wo wirklich eng fokussiert und begleitet. Aber es hält dich. Du bist nicht alleine. Dein Verstand will immer wieder dich zum Aussteigen bringen, weil es part of the game ist. Es ist Teil der Reise. Und es ist so schön, wenn es leicht gehen darf, wenn du dir diese Unterstützung, diese Community und auch in diesen Gruppenprogrammen erlaubst, mit anderen diese Reise zu begehen. Ja, ihr Lieben, das sind die Angebote. Natürlich kannst du auch noch gerne dich für meinen Mitglieder-Channel hier auf YouTube anmelden. Da gibt's ganz rohe, spezielle, spontane Videos für dich. Der Mitglieder-Channel, den findest du auch unten unter diesem Video hier. Alle anderen Informationen zu meinen Angeboten sind auch unter diesem Video hier. Like, kommentiere, schreib etwas drunter, dokumentiere. Ich bin ein Master-Manifestor. Ich bin meisterhaft hier dabei. Die Welt gehört mir. Dokumentiere dich in deiner Macht, in deiner Power. Immer wieder, jeden Tag, jeden Moment. Auch nur innerlich und geistig. Like, teile meine Videos. Dieses Wissen ist so verborgen gewesen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir in die Freiheit gehen, in die unlimitierte Freiheit unserer Schöpferkraft. Und warum? Weil es möglich ist, weil es Spaß macht, weil es Liebe ist, weil das ist, was wir wirklich sind. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch im nächsten Video.